Wir stellen Ihnen heute einen weiteren Teilaspekt der aktuellen STEMI-Leitlinie der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie vor. Es handelt sich hierbei um die wichtigen Zielzeiten in der Therapie des STEMIs. Die maximale Zeit vom ersten medizinischen Kontakt bis zum Schreiben des EKGs und Stellen der Diagnose soll kleiner gleich 10 Minuten betragen. Die maximal erwartete Verzögerung von der STEMI-Diagnose zur primären PCI, das heißt Crossing-Führungsdraht der Verschlussstelle, zur Entscheidung PCI versus Fibrinolyse, wenn die Zielzeit nicht erreicht werden kann, dann die Fibrinolyse kleiner gleich 120 Minuten. Die maximale Zeit von der Diagnose des STEMIs zum Crossing-Führungsdraht der Verschlussstelle bei Patienten in einem PCI-Krankenhaus sollte kleiner gleich 60 Minuten betragen. Die maximale Zeit von der STEMI-Diagnose bis zur Crossing-Führungsdraht der Verschlussstelle bei verlegten Patienten kleiner gleich 90 Minuten. Die maximale Zeit von der STEMI-Diagnose bis zum Bolus oder Infusionsstart Fibrinolyse bei Patienten, die die Zielzeiten für eine primäre PCI nicht erfüllen, kleiner gleich 10 Minuten. Die Zeitverzögerung vom Start der Fibrinolyse bis zur Evaluation der Wirksamkeit bezüglich Erfolg oder Versagen 60 bis 90 Minuten. Zeitverzögerung vom Start der Fibrinolyse zur Herzkatheteruntersuchung, wenn die Fibrinolyse erfolgreich war, 2 bis 24 Stunden. Weitergehende vertiefende Informationen und Hintergründe erfahren Sie in der aktuellen Publikation im European Heart Journal.